uns die Piratin vorknöpfen. Die hat sicherlich irgendetwas, hat sicherlich irgendeine Idee, was mit der Frau im Leuchtturm ist. Und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erst einmal eine Runde nächtigen. Zugang zu zahlreichen Kopfgeldaufträgen. Sind herausfordernde Kampfbegegnungen. Okay. Das habe ich schon gemerkt. Oh, sie ist weg übrigens. Oder nein, sie ist. Das ist nur normaler Beseeler. Ja, sie ist weg. Die ist sicherlich stinkig darüber, dass ich sie verpfiffen habe. So. Wir wollen hier rein. Ja, genau. Führt mal eine einzige Nahkampf, Einhand-Nahkampfwaffe ohne Schild. Oh, Genauigkeitsbonus. So, das müsste das verkohlte Fass sein. Edelmann, Inokret. Du da, wir würden gerne ein Zimmer mieten. Welcome. Ich möchte dein Zimmer sehen. Ah, Warnung und Überleben, klingt gut. So. Ich hoffe, das hat jetzt nicht das andere überschrieben. Doch, hat es leider. Die Piratin war oben. Genau, die stand, glaube ich, hier hinten. Meerwiff, genau. Welche Gesellschaft will, gehe ich in den salzigen Mast. Meerwiffs Großheim blitzt im Kerzenschein auf. Was willst du dieses Mal? Jemand, der bei dem alten Leuchtturm in unseres Geschenk sucht nach deinem Schiff. Ich hätte dich nicht für einen Lügner gehalten, nach allem, was ich über dich höre. Sie mustert dich mit zusammengekneiften Augen. Aber das heißt nicht, dass ich dir glaube. Sie neigt sich vor, ihre Stimme ein leises Zischen. Du erklärst mir lieber ganz schnell, woher du diesen interessanten Gedanken hast. Die letzte Leuchtturmwärterin hat jeden Tag nach deinem Schiff Ausschau gehalten. Es steht alles in ihrem Logbuch. Nein, sie lässt einen Goldzahn aufblitzen. Sie hat mich verstoßen. Wir waren ärmer als die Fischer, die dort jetzt leben. Und als sie erfuhr, dass ich mit gestohlenem Gold Essen auf unseren Tisch gebracht hatte, sagte sie, es wäre eine Gnade der Götter, wenn sie mich nie wiedersehen müsste. Ihre dunklen Augen sind voller Zorn. Ich wusste nicht, wo ich sonst gehen sollte. Und es war ein hartes Leben, bis ich zum Käpt'n aufstieg. Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte, und es war ein hartes Leben, bis ich zum Käpt'n aufstieg. Wer sie auch war, ein Teil von ihr ist zurückgeblieben. Sie hat den Vormarsch der Edirianer ignoriert und ist geblieben. Ich glaube, sie hat auf dich gewartet. Sie blickt weg. Sie war schon immer so stur. Manchmal vergesse ich, woher ich das habe. Sie kippt ihren westlichen Wein hinunter. Ich gehe. Vielleicht gibt es uns beiden etwas Frieden. So, das heißt, wir müssen ihr jetzt hinterher. Und gucken, was nun passiert. So.
So, das heißt, hier oben können wir raus und wieder zu Ondras Geschenk. He may have returned a drunk or an invalid. Maybe, but the search for Persok is just as important as what I find. Is that right? And what if you return empty-handed, huh? I never return empty-handed. Durenz hat ist immer so direkt. So. Wieder zurück zu... Nee, jetzt hat es nicht den Leuchtturm genommen. So, jetzt hat es den Leuchtturm genommen. Oh, jetzt habe ich einen Text verpasst. Pause. Kehre ich niemals zurück, bla bla bla. Also, Alof sagt, du bist schon seit 5 Jahren auf dich allein gestellt. Ich hatte Itumak. Aber du kannst nicht mit ihm reden. Meine Standards haben sich ungefähr ab dem 2. Jahr verändert. Also, wo war ich gerade? Ach ja, wir wollten zum Leuchtturm. Schneller Modus ist an, zum Glück. Dann gehen wir mal wieder auf normal und gehen da nochmal rein. Was ein einziges Level so ausmachen kann. Können wir uns glatt nochmal nachher in die Schwarzauen trauen und den Gegner dort versuchen, weil der ist am einfachsten. Den hatten wir ja schon mal platt, weil danach haben uns die Trolle geplättet. Aber nee, jetzt erst einmal schließen wir den Leuchtturm ab und dann geht's ab in den Voedika-Tempel. Ah. Hallo? Die sind einfach beide so verschwunden. Auch gut. Dann gehen wir halt wieder raus. Und sagen dir Bescheid.
gods keep you. Du errätst nie, was passiert ist, und jetzt halt auf den Leuchtturm. Ich habe auch schon nach dir gehalten, und wer kommt da das Dock entlang spaziert? Merwith. Du hättest sehen sollen, wie die Leute sie angestarrt haben, aber sie marschiert einfach in den Leuchtturm, ohne ein Wort irgendjemand zu sagen. Und gerade als ich mir sicher bin, dass sie da drin irgendein schlimmes Schicksal heimgesucht hat, schlittert sie heraus, immer noch ohne etwas zu sagen. Jetzt höre ich allerlei Gerüchte über Merwith und die letzte Leuchtturmwärterin. Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber alle anderen sind überzeugt, dass der Leuchtturm nicht mehr gefährlich ist. Die Handwerker wollen am liebsten sofort mit der Arbeit anfangen. Sie atmet tief durch, tief ein, ein großes und zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Und ich weiß, wem ich das verdanke. Hier, das ist für dich. Komm wieder, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Ich habe große Pläne für den Turm. Hm. Sollen wir noch mal kurz reingucken? Ja, also irgendwann, wenn wir noch mal nach Ondras Geschenk kommen. Oder nach Trutzbucht. Oder einfach gleich. Denn sie scheint schon geöffnet zu haben. Was hast du denn zu bieten? Hm? Also erstmal Essen und Eintopf. Die Gruppe. Abenteurer. Ja. Nee, brauchen wir nicht. Sie hat also nur ein Bistro sozusagen hier draus gemacht. Köchin. Ah ja, die Zimmer sind noch im Bau, sagt sie. Okay. Das heißt, oben ist noch nicht viel gemacht worden. Ja, Nia kann ihre Renovierung fortfahren. Und wir können jetzt in den Voidika-Tempel reinschauen. Und mal die Main-Quest weiterlaufen lassen. Dings sie halt. Mal kurz in unsere Festung gucken. 7 Stunden noch, dann können wir uns Kanna wiederholen. Ein Tag, 9 Stunden, da ist die Kaserne fertig. Und dafür muss ich mich in der Festung befinden. Oder es halt in einem Wirtshaus machen. You work for the Dukes of the Valian Republics, huh? Ah, for as long as they will allow. Must be nice always knowing who you're supposed to serve. Well, there are 5 of them, but even so, knowing who is easier than knowing how. Das ist auch toll. Vor allem, wenn man 5 Leuten dient, die alle unterschiedliche Sachen wollen. Jupp. Also auf zum Kupferweg, dort schlafen wir nochmal. Damit ich die den Mechanik-Bonus wieder kriege. Ja, und dann ab in den nochmal in die Katakomben, die restlichen Fallen versuchen zu entschärfen, die es dort gibt. Und dann geht's halt in den Tempel. Natürlich, sobald es hier geladen hat. Da drüben hin. Vor allem. Was? Du hast mich um einen durchgebeten und ich sagte nein. Erst wenn du älter und verantwortungsbewusster bist, erinnerst du dich an das Gespräch? Gott in Augenblicken starr auf den Boden vor ihm. Jawohl, Vater. Und ich finde dich hier draußen mit einer Klinge spielen, die offensichtlich den Rittern gehört. Du verstehst, dass mich das wundert? Ich habe ihn nicht gestohlen, wirklich. Ich habe ihn gegen ein Geheimnis eingetauscht. Er zeigt auf dich, frag ihn.